Wir sind in der Gemeinde Scheuring. Westlich von München gelegen liegt Scheuring im Tal des Lechs. Und wir waren echt begeistert, was wir hier alles erlebt haben. Ob Kutschenfahrt, Luftgewehrschießen, Voltigieren oder der Besuch in einer Glasmalerei. Wer hätte gedacht, dass in diesem kleinen Ort so viel Unterschiedliches geboten ist? Schon. Wie viele Jahre machst du das? Also ich mache das ja zwischen 3 und 4 Jahren. Und ich kann ja das auch ohne dich. Ja. Die haben wir schon gut trainiert. Ja. Aber wie viel seid ihr normal? Normal sind wir so 30. Aha. Und jetzt mit der Arbeit und so sind wir halt eine kleine Besetzung. Ja, aber habt ihr schon jetzt echt hier zusammengepfiffen, ja, alle Scheuringer? Da hat ganz geklappt. Und vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit konntet ihr euch ja wahrscheinlich gar nicht treffen, oder? Nö, wir haben jetzt bei mir heraus schon 4-mal geprobt, ja, im Freien. Also jetzt so die letzten 2-3 Wochen dann, oder wie? Ja, genau. Da konnten wir ja auseinanderstehen. Ja. So wie hier jetzt, so ein bisschen locker. Genau. Und ab nächste Woche wollen wir halt dann wieder ins Heim. Ja, okay, wieder rein. Wo ist das? Wo probt ihr da? Im Trachtenheim. Im Trachtenheim. Mhm. Oh, jetzt so. Ja, sehr gut, so geht das. Ja. Und wie lange gibt's? Bravo, sehr gut. Und das ohne viel, genau, 3 Monate ohne Spielen, oder jetzt? Genau, fast. Ja, fast. Ja. Uns gibt's Schuss. Wir hätten heute 60-Jährige. Oh, ihr hättet Jubiläum jetzt? Ja. Oh, das also wird dann auf nächstes Jahr verschoben, oder wie? Ja, das müssen wir noch überlegen. Gell? Also im September wäre es gewesen, aber jetzt haben wir halt abgesagt, weil wir gar nicht wissen, wer kommt und wer kommt nicht. Mhm. Und jetzt haben wir schon im Kopf, dass wir vielleicht eine Serenade machen. Mhm. Müssen wir nächste Woche noch besprechen, dass man einfach halt im Dorf vielleicht rumgeht. Ach schön, ja. Oder ja, mit den Leuten ein bisschen die anspricht und dass man halt irgendwas macht zum 60-Jährigen. Und wie oft trefft ihr euch normalerweise? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche, dann in dem dort genau. unten. Von 8 bis um 10 ist so immer Probe. Genau. Und jetzt habe ich gehört, ihr habt ja sogar die Gorselschneuzer da, oder? Genau. Ja. Und also wir machen eigentlich viel mit Trachtenverein. Ja. Also wir spielen für die immer Plattler und so. Das können wir eigentlich ganz gut und das klappt auch mit uns ganz gut so. Wie gut, also eine gute Zusammenarbeit hier. Das passt so. Ja, dann kommt's mal her, dann machen wir jetzt was mit denen, oder? Dann schauen wir mal, dass wir mal einen Gorsel zusammenbringen. Wo seid ihr, Gorselschneuzer? Leider ist wieder eine krank geworden halt. Ja gut, aber das ist so spontan. Jetzt sind wir halt Sparbesetzung, aber es wird schon klappen. Noch ein Unfall. Ja, dann, wir verarzten dich jetzt mal. Helga, Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass Frauen Gorsel schneuzen. Ja, das haben wir halt gemacht, weil wir Spaß an der Sache haben und weil wir halt sonst zu wenig Leute gewesen wären. Und dann haben wir Mädels gesagt, wir machen auch mit. Super. Und wie viel seid ihr dann eigentlich, wenn alle zusammenkommen würden? Wir sind meistens so 4 bis 6 Leute. 4 bis 6 Leute. Das ist immer unterschiedlich, wie die Leute gerade Zeit haben. Und du hast da genug Geschmackes? Ja, muss man trainieren. Muss man trainieren, oder? Ja, ja. Kannst du mir das ein bisschen erklären, kurz mal? Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erklären. Ja. Man muss halt auf den Takt hören und man muss vom Körper weggehen, Schwung holen und schauen, dass die halt richtig läuft, die Schnur oben. Und durch den Schlag kriegt man halt dann den Ton raus. Aha, also, und was sind dann so Anfangsübungen, ohne dass man sich verletzt? Ja, einfach die liegende Acht. Langsam zeig mal, wie würdest du die liegende Acht machen? Ja, die fängt man halt an. Ohne dass man jetzt genau... okay, sowas.
Das ist so eine Anfangsübung. Ah, okay. Je mehr Kraft haben, desto lauter ist es halt. Aber es ist nicht unbedingt immer das Laute wichtig, sondern auch die Harmonie mit der Musik. Und wie man zusammen, wir machen auch Formationen hier mit dem Mann. Aha, was heißt dann Formation? Das heißt, ich schlage mal die zwei, mal wir zwei. Ach so, dass ihr euch abwechselt. Wir gehen auseinander, wir gehen im Kreis und solche Dinge halt. Wir lassen halt oft da immer was Neues einfallen. Ja, schön. Und hat dann eigentlich jeder, sind das unterschiedliche Peitschen auch vom Klang oder wie ist das? Also vom Klang her nicht, aber von der Länge her und vom Griff her, dass man die halt gut in der Hand hat. Und und man muss sie ausprobieren, gerade das Ende, damit das die richtige Länge hat, damit man sie also nicht zu schwer tut. Weil wenn das nicht passt von der Länge her, dann braucht man sehr viel Kraft. Ja, aber wenn das auf einem eingestellt ist, dann ist das gut. Und dann gibt es auch, das ist so eine Fieberpeitsche. Und ist das eine Fieberpeitsche? Ja, genau. Fieberglas, genau. Okay. Aha. Und die wird dann auch auf den Einzelnen abgestimmt. Von der Körpergröße oder wie? Und Armlänge oder wie? Von der Körpergröße und vor allem von der Beweglichkeit. Und wie lange machst du das schon? Darf ich jetzt mal, wie schwer ist das? Das ist ja ganz leicht. Also wir machen das jetzt, ich mache das jetzt das vierte Jahr und bin zufällig dazugekommen, weil der Trachtenverein... Halt gesucht, weil Die haben wieder gesucht. Und mir hat das immer schon Spaß gemacht als kleiner Bub mit einer Peitsche. Und da habe ich gesagt, das probiere ich jetzt und mir macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir auch noch ein bisschen Nachwuchs kriegen. Ja, das glaube ich. Vor allem wollen wir auch ein bisschen wieder was Modernes machen. Also so wie zum Beispiel wie heißt der Österreicher? Welcher Österreicher? Ach so, DJ Ötzi oder was? Nein, welcher Österreicher? In Gabalier. Ach, in Gabalier? Zum Beispiel. Ja, okay. Da tut doch keiner Grossel schneuzen beim Gabalier. Man kann nach der Musik, nach so moderner Popmusik, kann man auch Grossel schneuzen. Man kann sich einstellen und da wollen wir halt auch so mal ein bisschen was Modernes machen. Ah, das macht sie ja dann auch. Für Geburtstage, für Hochzeiten, für Veranstaltungen. Ja. Okay, dann jetzt möchten wir noch mal natürlich unbedingt noch mal was sehen, gell? Also wir machen aber erstmal eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir noch, was ihr noch zu bieten habt, vor allen Dingen auch mit den Trachtlern dann. Bis gleich. Wir sind bei Landsberg am Lech in der Gemeinde Scheuring. Und dass die Scheuringer zusammenhalten, haben wir echt spüren können. Blasmusik und Trachtenverein haben sich für uns getroffen und aufgespult. Wahnsinnig gut, trotz Corona-bedingter Pause hier, oder? Ihr seid ja richtig. Topfit, oder? Ja. Bist du jetzt außer Atem? Fast. Aber das liegt immer nur an der Musik, weil die immer zu schnell sind. Ah, die waren's. Genau. Und du bist der Vorstand vom Trachtenverein. Ja. Und wie lange gibt es euch schon so? Seit 1958. 1958. Ja, 62 Jahre jetzt dann schon. Ja, könnt ihr auch mitfeiern mit denen dann. Also eigentlich. Ja, wir sind immer 2 Jahre früher dran. Okay. Genau. Und wie lange plattelst du dann schon? Seit meiner Kindheit. Schon immer halt, gell? Ja, seit 6, 7 Jahren. Und wie viel seid ihr insgesamt eigentlich? Also 8 Paare. Ja, 8 Paare. Also wenn wir gut beieinander sind, da sind wir 8 Paare. Okay. Und ihr, wie lange seid ihr schon dabei? Wisst ihr jetzt, ich glaube, ich bin jetzt so erst seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Dabei, Und hat man dann immer seinen festen Tanzpartner oder wie läuft das? Nee, man wechselt schon. Man wechselt durch. Okay. Aber ihr seid schon natürlich alle aus Scheuring, oder? Gebürtig, ja schon, so viel war es jetzt schon. Ja, genau, aber halt fortgeheiratet, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht mehr in Scheuring, genau. Ah ja, okay. Aber du kommst aus Scheuring? Ich komme aus Scheuring, ja, okay. Genau. Und wie oft habt ihr euch dann immer getroffen, wenn nicht Corona-Pause ist?
Auch in der Woche. Schon einmal die Woche. Haben wir Probe eigentlich, genau. Aber dann nicht mit der Musik, das macht ihr separat, nein, gell? Nein, das wäre zu viel Aufwand. Die proben extra, die haben extra Proben, wir haben, genau. Wir haben eigentlich immer einen schönen Musiker gehabt mit der Zirch. Mhm. Der hat uns, ich weiß nicht, wie viele Jahre begleitet eigentlich. Jeden Donnerstag war der an der Probe immer und ja, ist leider verstorben. Ja, oh, jetzt sucht's einen neuen. Jetzt haben wir, könnt ihr hier gleich mal so einen Aufruf starten, so, oder? Ja, also in Scheiring deppert wieder ran. Ein guter Vereinsmusiker brauche. Ja, sehr gut. Also alle, die in der Umgebung wohnen, können sich jetzt angesprochen fühlen. Im Landkreis. Im Landkreis, Landsberg. Genau. Okay, super. Du, dann zeigst uns jetzt noch mal was, wo alle mitmachen können, oder? Schafft ihr das? Gibt's da was, wo ihr tanzt und die Gorselschneuzer und die Musik? Fällt euch da was ein, spontan? Ja, macht's doch noch mal was. Weil Michael, du hast dich ja wirklich jetzt sauber verletzt. Passiert das öfter beim Gorsel? Nein, also ich gorsel seit 2001. Ja. Aber das war das erste Mal. Ja, das ist, ihr habt sie alle so nervös gemacht, dass ich keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber es ist nur oberflächlich. Ja. Oh mein. Du spielst jetzt hier, da hast du jetzt gesagt, du lässt das Gorseln, jetzt gehst du hier. Ja, jetzt gehe ich auf Nummer sicher und mache Musik. Das, das ist praktisch, dass man so spontan umschwenken kann. Ja, gut, das geht. Okay, du, dann spielst jetzt noch was, ja? Zum Abschluss. Ich gehe hier raus. Zuschauer, mit diesen Bildern und Klängen verabschieden wir uns von Ihnen aus der Gemeinde Scheuring. Schauen Sie mal allerhand, was die hier so spontan auf die Beine gestellt haben. Machen Sie es gut, einen schönen Abend noch.